Bitte. Was meint er denn, was wir hier haben? Das ist ein Erprobungsfahrzeug mit einem... Also Erprobung ist schon mal falsch, neuer Versuch. Erprobung ist falsch. Doppelkompressor. Ja. Doppelkompressor aufgeladener 12-Zylinder. Ja, ist auch Darf richtig. Darf ich mich da mal reinsetzen? Doppelkompressor. Wenn solange es so bleibt, ist das okay. Doppelkompressor, 12-Zylinder. Okay, ich verrate jetzt mal das Ja und dann... Das Ja kann ich sogar tippen. Vor, okay. Vor 50 auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist 38. Jawohl. 38. 38 ist das und das ist ein Doppelkompressor, 12-Zylinder und der heißt, weiß ich nicht. Ja, das ist fast richtig. also W125. Mhm. Ach, das ist der Grand Prix-Rennwagen, wieder hinten, allerdings hier als Rekordwagen aufgebaut. Deswegen hat er zum Beispiel keinen Kühler. Das Ding da vorne ist eine Eisbox. Trocken ist, also ja, Eis rein, weil nur für Rekordfahrten ausgelegt. Das war damals in den 30er Jahren, es gab den Grand Prix-Sport, heutige Formel 1, und man ist diese Rekordfahrten gefahren. Ganz und das kurz, einfach um, hier, zu zeigen, einfach um zu zeigen, was wir man kann für dicke das. Eier haben. Wir seitens Mercedes ja. Und Konkurrent war damals Auto Union, heute Audi. Mhm. Und, ja, die das haben ist ja 16 der, Zylinder gehabt. Richtig, und das ist der aktuelle Rekordinhaber. Dieses Fahrzeug, also exakt Chassis? Dieses Fahrzeug, dieses Chassis, Karosserie hängt im Museum, hält seit 1938 den Weltrekord auf der öffentlichen Straße. Von wie vielen Stundenkilometern? Was schätzt du? 300. Nee, mehr, muss ja viel mehr sein. Öffentliche Straße. Es war damals die Autobahn Frankfurt-Darmstadt. 480 oder sowas? Nein, nicht nein. Ganz. 432. Ja. Korinthenkacker, 0,7. Mit diesem Ding? Mit exakt diesem mit Stern, Ding. Mit so Speichenfelgen? Exakt so, wie mit er hier steht. Mit den Reifen auch? Mit den Reifen auch. Alter, und das Ganze ist halt auch, also der Rekord, 28. Januar, 38, bitterkalt draußen, trotzdem Trockeneis rein und dann einmal mit fliegendem Start. Und im Endeffekt waren es dann 432,7 km/h. Und der Rekord besteht bis heute. Es hat nie wieder jemand auf einer öffentlichen Straße gebrochen. Ja. Wie viel Motorleistung sprechen wir denn dann? Ja, das wollte ich auch tippen, fragen. Ich würde tippen, wenn wir jetzt hier zur damaligen Zeit, ich denke mal, es ist ein doppelt, die Köpfe sind von dem, nur gekürzt. Ja. Und mit zwei Kompressoren, eine Verdichtung von, wie viel Ladung fahren wir? 1,5? Ja, das ist ja, das ist nur ein Gebläse, sprich... So ein Blower. Genau, einfach ja. Okay, also, Gutsgebläse. Genau, also ist das irgendwo im 0,7er Bereich, 0,8er Bereich, also relativ hoch verdichtet, ja. Ja. Damit die Leistung kommt. Mhm. Sprechen wir von 900 PS, 800 PS. Ja, das ist fast richtig. Und das mit solchen Reifen? Und dann, ja genau, und das mit solchen Reifen und komplette Stromlinienkarosserie drauf und dann gib ihm. Und auf welcher Autobahn? Frankfurt-Darmstadt. Also, Frankfurt-Darmstadt. Genau, so und... Also, da müssen wir mal hin. Da müssen wir mal hin. Auf der heutigen Autobahn. Auch gedacht. Ja. Wir beide in unserer Ledermütze auf. So, 432 gilt es zu schlagen. Jean-Pierre, willst du zuerst? Gleich schnell? Du stehst doch alleine mal so. Ja. In so einem Rahmen, ja? Ich meine, Sicherheitskarosserie ist ja gar nicht, ne? Guck dir mal die Achse an. Ja, damit 400 zu fahren. 432,7 zu fahren. Also es waren wirklich Helden, muss man sagen. Und die wussten damals nicht, wenn sie heute ins Auto einsteigen, kommen sie am Ende noch lebend raus. Ja. Transaxeln sehe ich gerade auch, ne? Also was ich am beeindruckendsten finde, finde ich die filigrane Bauweise der Vorderachse. Weil wenn das so dünn ist, ist das ja, denke ich mal, kein, das ist ja ein Inconel. Das muss ja irgendein extremer Stahl sein. Ein was? Inconel? Inconel. Was ist denn Inconel? Das ist ein sehr, sehr, also mit Legierung und sehr harter Stahl. Der, weil wenn du so, guck mal, du musst überlegen, die Kräfte, die wirken, wenn du 430 km/h fährst, das ist ja eine unheimliche Belastung in diese Richtung und in die Aufwärtsrichtung. Und die Dämpfer sind diese Öl, das sind diese Torsions... Diese, genau, genau. Ne? Ist ja kein Stoßdämpfer, sondern das nimmt nur einen gewissen Schlag auf und dann fährt das so. Und dämpft ihn quasi ab. Das hat nicht wie bei uns, den sucht den Kontakt zur Straße, sondern das fährt wirklich sehr schwingend. Hinterher fährt es. Genau. Es reagiert. Und 430, dann weißt du selbst, mit dem Reifen, mit der Waldbewegung im Reifen, dass der Typ... Ja. Vielleicht nicht formal passend, aber seine Eier passen nicht in die Halle. Aber ich würde euch gerne mal eine Karosserie zeigen, damit ihr einfach eine Vorstellung kriegt, wie sah sowas aus. Hm. Wir sind hier bei einer extrem filigranen Vorderachstechnik. Die Karosserie ist noch massiv filigraner. Wir gehen mal da hinten durch dieses unscheinbare Seitentor. Das hier ist
nicht exakt von dem Auto, sondern das ist diesmal der W25-Rekordwagen, also leicht anderes Fahrzeug. Und ihr seht, wie filigran das ist. Matthias. Was denn? Finger. Ich wollte es gerade sagen. Mit der Auge gucke. Ja, mit dem Auge. Direkt so, sieht aber kaputt aus. Also 0,3 mm Materialstärke und das Riesenproblem ist Magnesium. Bedeutet eieiei. Man sieht es, wir haben das unterstützt mit einem filigranen Unterbau, damit wir die Karosserie zeigen können, wie sie ist. Das ist ja so ein bisschen Flugzeugbau auch da hinten. Total, drin, ne? Total. Also da ging es natürlich um das Thema Steifigkeit und auch Gewicht. Aber ihr seht einfach, wie filigran das ist. Und das Problem mit Magnesium auch, wenn es anfängt zu brennen, dann... Blau? Blau und du es brennt. Also das da sah mal so aus. Richtig. Der ist komplett nachgebaut sozusagen? Nee, das Chassis ist das Originale. Die Technik, die du hier drunter siehst, inklusive Lenkrad etc., stammt von der Karosserie. Okay. Haben wir neu gemacht. Ich würde jetzt gerne da einsteigen und 432 fahren zwischen Frankfurt und Darmstadt. Das würde ich jetzt gerne machen. Ich kenne davon Modelle. Wie das aussieht. Also Klassik ist ja nicht, ne? Ja, ich bin schon Neuwagen auch, aber ich bin schon auch Klassik. Immer. Ist das so dein Jahr? Ja, das ist...